Bundes und startet gleich auf einer roten Ampel los und schießt das alle ins All. Sehr futuristisch, aber sieht auch ziemlich genial aus. Wir waren am Freitagabend bei Dieter Buhr, bei dem Kolumbier, und der hat seltsamerweise fast gedacht, dass wir das irgendwann sind, so weit, da können wir auch nicht alles reinhaben, dann wird es auch noch nicht mal so mitmachen. Das heißt also, hier ist es geht quasi darum, in erster Linie aber die Sicherheit rauszubauen. Was ist mit Absicht? Ja. Was ich sehr interessant finde, es gibt hier kein Zündschloss, es gibt hier gar keine Schalter. Damit Sie das mal sehen können, vielleicht kann der Harald mal gerade eben da vorne das Armaturenbrett mal kurz fotografieren. Dann kann man sich das mal ansehen. Also es gibt da wirklich nur sehr, sehr wenig, und hier in der Mitte sind noch ein paar Hörer, die hier schießen wird. Was ist das wichtigste Highlight, bevor wir gleich zur Fotoshow kommen, wie es hier, das hier in den Auto gibt? Ja gut, man kann hier mal die Gestensteuerung ausprobieren bei diesem Monitor. Ja. Und zwar einfach die rechte Hand hoch machen. So, hier darf das gerade mal machen. Okay. Dann nach vorne gehen und dann nach hinten. Vielleicht kommt es ja mal kurz zeigen. Nee, hier ist ein Rücksitzbleib. Das ist ja. Okay. So, Hände mal weg, ich zeige es. Nach vorne zum Aktivieren. Und dann nach links oder rechts mit der Hand einfach da eine Bewegung machen. Und so kann man sich durch die einzelnen Menüs hier durcharbeiten. Man kann praktisch das Fahrzeug nur mit der Hand rein, damit es voll ist. Wahnsinn. Okay, also wenn ich die Hand hoch, vorhin zurück. Zurück. Genau. Und jetzt? Boah, das ist ja wie ein Buch. Music, Demo, also Games, und für den Beifahrer gibt es auch einiges. Wer kann sich hier mal angucken, kann Musik hören oder spielen, Bilder sehen. Was kommt? Wenn ich jetzt noch nach vorne die Hand bewege, dann drücke ich praktisch auf Enter, oder wie mache ich das? Also einfach nochmal in die Mitte und nach oben. Ja, jetzt nach oben. Ja. Von vorne. Das ist auch ein bisschen genau. Übung. Ja. Also muss ich mal erklären, hier gibt es einen Monitor, den man quasi mit den Gesten steuern kann. Auto, das heißt also, es sieht wirklich sehr futuristisch aus und modern. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Technik in den nächsten Jahren durchsetzt. Was hat 50 Jahre dauert, so dann haben wir diese Autos 20 Jahre. Danke Ihnen, Herr Burkhardt, für die kurze Einführung.